Auch was ich jetzt leider immer wieder hatte, obwohl das an den Schulen
Flüssigkeiten, also den eingekauften Rum, wenn sie nicht im Handgepäck haben. Den geben wir jetzt am besten rum hier, im Wasser des Wortes, und trinken den aus. Ja, also keine Flüssigkeiten mehr im Handgepäck. Natürlich Tropfen, ähnliche, was ihr auch in Tropfen braucht, das sind ja 100 Milliliter, kann man mitnehmen. Aber auch Wasserflaschen bitte vorher austrinken. Ne? Die Sicherheitskontrolle, Platzkontrolle nochmal. Und dann gelangen Sie auch in den Duty-Free-Bereich, wenn Sie nochmal zollfrei einkaufen können. Wir haben ja noch die Zeit. Sie haben die Boarding-Zeit auf der Board-Adock auf 16.20 Uhr. Ne, ist Board, also schafft man noch, wenn Sie nochmal ein bisschen einkaufen wollen. Sie können zum Beispiel auch die dominikanischen Büchse noch ausgeben. Mit denen können Sie im Flughafen Duty-Free-Bereich auch zahlen. Kreditkarte, Dollar, Euro. Und falls jemand noch sehr viele Peso übrig haben sollte, es gibt auch eine Wechselstube. Das heißt, Sie könnten nochmal Peso zurücktauschen in Euro. Diese Möglichkeit gäbe es am Flughafen. Natürlich, der Kurs ist relativ schlecht, aber offiziell sind ja dominikanische Peso verboten auszugeben. Aber wenn Sie jetzt 100 Peso, 200 Peso noch im Portemonnaie haben, das sagt auch keiner was, wenn Sie jetzt mit dem Bereich für den nächsten Kurs. Aber ich darf Ihnen sagen, Wechselstube auch nochmal im Wartebereich, auch diverse Cafés warten auf Sie. Und ganz wichtige Informationen für die Raucher unter Ihnen, nicht so positiv. Wir haben keinen Raucherbereich mehr hier am Flughafen. Also nichts mehr da. Dauerlutscher kaufen Sie, wenn wir warten. Gut, na, Sie sehen, Sie haben an den Ampeln hier versucht, ich habe gerade gefragt, hier immer noch einiges an den Mann und die Frau zu bringen. Mit Lutschern steht man hier mit dem Gemüse auf. Nervig, wie ich auch schon bei der Zeit, glaube ich, sagte immer.